Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine angefangenen Buchreihen für euch. Ihr habt das letzte Mal ja schon meine beendeten und abgebrochenen Buchreihen bekommen. Heute bekommt ihr noch meine angefangenen Buchreihen und ich war etwas erschrocken, denn ich habe festgestellt, ich habe ein paar vergessen aufzuschreiben, die ich noch angefangen habe. Und es sind mehr als gedacht. Verdammt. Ich weiß aber noch nicht, ob ich unter 40 bin. Wir müssen dann am Ende mal zählen. Letztes Jahr hatte ich ja ungefähr 45 angefangene Buchreihen. Mal gucken, wie es dieses Jahr aussieht. Ich habe wieder einige Reihen angefangen dieses Jahr. Ich habe einige Reihen, die ich eigentlich beenden wollte, nicht beendet. Ich nehme mir das jetzt mal für nächstes Jahr wieder vor. Und ja, mal gucken, wie das nächstes Jahr so klappt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt meine angefangenen Buchreihen einmal an. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Reihen, die ich rein theoretisch beenden könnte, weil alle Teile bereits erschienen sind und ich sie eigentlich auch zu Hause habe, so gut wie bis auf 1, 2 Bücher, die ich mir noch kaufen müsste. Aber ich könnte diese Reihen rein theoretisch beenden. Das habe ich mir jetzt für nächstes Jahr auch mal vorgenommen. Und zwar sind das zum einen die Alice im Zombieland-Reihe von Gina Showalter. Da habe ich den ersten Teil gelesen, den dritten habe ich zu Hause. Der vierte fehlt mir noch, den müsste ich mir mal noch besorgen. Aber ich könnte diese Reihe rein theoretisch beenden und das habe ich mir jetzt für nächstes Jahr auf jeden Fall auch mal vorgenommen. Dann könnte ich definitiv beenden Grisha von Leigh Bardugo. Da habe ich alle drei Teile ja jetzt inzwischen zu Hause. Die will ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall beenden. Da muss ich den ersten Teil aber definitiv nochmal lesen, weil das einfach zu lange her ist, dass ich den ersten Teil gelesen habe. Dann definitiv Black Blade von Jennifer Estep möchte ich beenden. Ich habe alle drei Teile zu Hause. Den ersten habe ich gelesen, aber ich glaube auch den muss ich nochmal lesen, bevor ich hier weiterlesen kann, weil es einfach zu lange her ist. Aber die Reihe möchte ich auf jeden Fall auch nächstes Jahr beenden. Und dann definitiv beenden möchte ich Palace of Glass. Da habe ich ja jetzt auch seit kurzem den zweiten und dritten Teil zu Hause. Das heißt, dass ich diese Reihe dann auch endlich mal beenden kann. Und ja, das habe ich mir für nächstes Jahr definitiv auch noch vorgenommen, dass ich diese Reihe dann endlich mal zu Ende lese. Und jetzt muss ich Milo mal ganz kurz auf die Couch lassen. Das waren die Reihen, die ich nächstes Jahr definitiv beenden möchte. Kommen wir jetzt zu den Reihen, die ich angefangen habe. Und das ist ein Riesenstapel. Und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange einfach irgendwie hier mal an, glaube ich. Und nehmen wir hier einfach mal so ein paar Bücher runter. Und ja, starten wir mal mit dem ersten Buch. Und zwar ist das Die Krone der Dunkelheit von Laura Kneidel. Dieses Buch habe ich ja auch erst vor kurzem gelesen. Das war keine perfekte Geschichte für mich. Hier waren einige Sachen drin, die mich auch so ein bisschen gestört haben. Ich möchte trotzdem wissen, wie es weitergeht. Ich werde den zweiten Teil, der kommt ja nächstes Jahr raus, definitiv auch mitlesen. Ich bin gespannt, wie es hier mit unseren Charakteren weitergeht. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, dass der zweite Teil ein bisschen spannender und aufregender wird und ja, dass da auch, was die Liebesgeschichten betrifft, so ein bisschen was vorwärts geht. Dann habe ich dieses Jahr noch den ersten Teil der Ringchroniken gelesen von Erin Linares. Das ist begabt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wann hier der zweite, dritte oder irgendwas Teil rauskommt. Da muss ich mal gucken. Da weiß ich noch nichts Genaueres drüber, aber hier wollte ich auch auf jeden Fall weiterlesen. Ich bin gespannt, dass diese zwei großen Fragen, die sich bei mir hier am Ende gestellt haben, ob die aufgelöst werden. Ich hoffe es einfach, weil sonst würde das keinen Sinn ergeben mit dieser Geschichte. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt und möchte da auf jeden Fall weiterlesen. Und mein Bester ruft an. Ja. Dann noch eine von meinen angefangenen Buchreihen ist die Fuchsreihe von der lieben Niki Kiso. Hier wollte ich ja gerne den ersten bis neunten Teil nochmal lesen, bevor ich mich an die weiteren Teile mache. Ich hatte ja den 11. Teil auf jeden Fall noch gelesen und den 12. glaube ich auch noch in seiner Ursprungsfassung. Da hat Niki aber nochmal einiges geändert beim 12. Teil. Ich wollte aber wie gesagt gerne vorher die ersten 9 Teile nochmal lesen, damit ich einfach wieder gut reinkomme in die Geschichte. Und ich habe ja auch immer nur die Rohfassungen gelesen und nie die endgültigen Fassungen. Deswegen, ja, steht auf jeden Fall für nächstes Jahr auch auf der Liste, die Bücher hier nochmal zu lesen. Und mal gucken, wie sich das umsetzen lässt. Auf jeden Fall möchte ich diese Reihe dann auch endlich mal weiterlesen, weil ich glaube, es ist inzwischen Teil 12, 13 raus. Ich hänge bei den Büchern inzwischen ziemlich hinterher, was mich ganz schön nervt, aber mein Gott, was willst du machen? Ist halt so. Dann habe ich angefangen mit Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied von Victoria Schwab. Ich glaube, das wird eine Dilogie oder wird das doch eine Trilogie? Ich habe mir das ehrlich gesagt jetzt nicht bei allen Reihen gemerkt. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine Fortsetzung. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wann diese Fortsetzung erscheinen wird. Keine Ahnung. Und ja, auf jeden Fall ist das eins von den angefangenen Büchern noch. Ich will jetzt nicht zu jeder Reihe hier großartig was sagen, weil es einfach zu viele sind. Das dauert sonst zu lange. Dann habe ich noch den ersten Teil von Cat and Cole gelesen, von Emily Zoveda. Fand ich ganz, ganz toll, auch weil mir der technische Teil in diesem Buch einfach zu viel war. Es war mir einfach zu viel wiedergekautes, was die Technik betraf. Aber die Geschichte ist mega cool. Und diese Sache mit den Zombies, was hier am Anfang gleich man erfährt, das fand ich so cool. Das habe ich so gefeiert. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das Ende war so, what?
Was ist hier los? Und ich bin gespannt auf den zweiten Teil. Ich hoffe, dass diese Reihe weiter übersetzt wird. Ich weiß es ehrlicherweise gesagt gerade gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wann der zweite Teil kommt, ob er kommt oder wie oder was. Wie gesagt, ich bin jetzt bei den Reihen nicht so up-to-date im Moment. Ich habe da in letzter Zeit mich jetzt nicht so auf aktuellen Stand gehalten, weil ich einfach keine Zeit hatte. Das werde ich nächstes Jahr aber auch auf jeden Fall ändern, dass ich da mal gucke, wann die Fortsetzungen so erscheinen, wenn es da schon Informationen gibt, dass ich euch da auch auf den Laufenden halten kann. Dann habe ich gelesen Renegades von Marissa Meyer. Was für ein Schinken, ey. Fand ich auch mega cool, die Geschichte. Hier gibt es definitiv einen zweiten Teil. Ich glaube, auch einen dritten soll es hier noch geben. Und ja, im Englischen ist der zweite Teil schon erschienen. Ich nehme mal an, dass er dann nächstes Jahr auch in Deutschland erscheinen wird. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Das Ende hatte ja auch schon einen richtig fiesen Cliffhanger hier. Und ja, bleibt spannend, was mit Renegades so passiert. Dann habe ich noch eine Reihe von Jennifer Armentrout angefangen, nämlich die Wicked-Reihe. Da lese ich aktuell den zweiten Teil, den seht ihr hier da im Hintergrund stehen. Den lese ich im Moment gerade und die Wicked-Reihe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Sie ist mega witzig und ich liebe einfach ihre Nebencharaktere. Also in dieser Reihe, die sind so toll und ich mag die Hauptcharaktere auch, aber dieser eine Nebencharakter, er ist so gut. Er ist so zum Feiern und zum Lachen und ja, ich bin gespannt, was da jetzt auf jeden Fall passiert. Ich bin bei Thorn ungefähr bei der Hälfte. Im Januar kommt der dritte Teil dann, oder Februar? Ich glaube Januar, Februar kommt dann auf jeden Fall der dritte Teil gleich raus. Das heißt, diese Reihe kann ich dann definitiv Anfang 2019 auch gleich beenden, was mich sehr, sehr freut. Nee, der dritte Teil kommt im Februar, weil ich habe ja die Neuerscheinung für Januar vorhin gedreht, da war auch noch nicht dabei. Also kommt der definitiv im Februar. Aber Wicked finde ich auch sehr, sehr cool, gefällt mir richtig gut. Bleiben wir gleich noch bei Jennifer Armentrout. Ich habe Revenge angefangen. Das ist der erste Teil. Der zweite ist im Englischen auch schon erschienen. Ich nehme mal an, dass der zweite dann nächstes Jahr im Oktober bei uns wieder erscheinen wird. Der Carlsen Verlag lässt sich da ja mal so ein bisschen Zeit mit den Fortsetzungen. So ein Jahr liegt da schon meistens dazwischen, was ich mal ein bisschen doof finde. Aber ja, Revenge habe ich auf jeden Fall gelesen, habe ich auch mega gefeiert. Ist halt Jennifer Armentrout, was will man sagen? Ich liebe diese Frau einfach. Und ja, ich bin gespannt, wie es mit Revenge weitergeht. Dann habe ich dieses Jahr gelesen den zweiten Teil von Diabolik, Durch Wut entflammt. Hier müsste der dritte Teil auch rein theoretisch nächstes Jahr erscheinen. Ich habe nur leider noch keine Ahnung wann. Da bin ich leider noch nicht auf aktuellem Stand. Aber sobald ich da irgendwas weiß, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Ich freue mich schon so auf den dritten Teil. Und ich bin so gespannt, wie es hier mit Nemesis weitergeht. Das glaubt ihr gar nicht. Diese Reihe hat mich echt, dieses Buch hat mich echt zerstört. Das Ende war so mega heftig. Und dann habe ich dieses Jahr noch die Reihe angefangen. Fire and Frost von Ellie Blake. Das ist der erste Teil. Den zweiten habe ich inzwischen auch schon gelesen. Und der dritte kommt nächstes Jahr im... Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es schon aufgeschrieben. März, April, Mai irgendwie so. Und ja, ich glaube, es soll auch noch ein vierter Teil kommen. Aber im Englischen ist diese Reihe aktuell eine Trilogie. Es ist aber wohl so ein offenes Ende, dass noch ein vierter Teil kommen könnte. Was aber wohl noch nicht feststeht, ob ein vierter Teil kommt. Deswegen... Offiziell ist es im Moment eine Trilogie, aber lassen wir uns da mal überraschen. Aber ich freue mich auf den dritten Teil, denn am Ende vom zweiten hat man hier so einige Sachen erfahren, wo man so dachte, holy shit, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Dann habe ich dieses Jahr angefangen, Size zu lesen von Neil Schusterman. Da kommt der dritte Teil, glaube ich, jetzt erst 2020 im Frühjahr oder Herbst 2019. Nee, Herbst 2019. Halt, auf der Buchmesse stand doch das Schild Herbst 2019. Kommt dann der dritte Teil endlich raus. Ich bin so gespannt, wie es hier weitergeht. Ich bin so gespannt, was Neil Schusterman mit dieser Geschichte hier noch veranstaltet. Und ja, ich habe diese Reihe total gefeiert dieses Jahr. Ich finde sie immer noch ganz, ganz großartig und ich kann sie euch immer noch nur empfehlen. Lest Size, das ist eine so, so tolle Geschichte. Wirklich hammerhart, mega cool. Dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe angefangen und zwar die Dark Palace Reihe. Der erste Teil ist 10 Jahre musst du opfern von Vic James. Hier hat das Buch mich ja streckenweise auch so ein bisschen, ja, Kraft und Nerven gekostet, weil der Mittelteil auch sehr lang war. Dieses Buch hat sich gelesen wie eine ziemlich lange Einleitung, aber das Ende hat hier alles rausgerissen. Das Ende war so krass gut und es sind am Ende so viele Dinge passiert, dass man sich einfach fragt, wie geht's jetzt weiter? Was ist hier passiert? Oh mein Gott, was passiert als nächstes? Und ich möchte hier auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht. Ich weiß noch nicht, wann die Fortsetzung erscheint, ob sie erscheint oder irgendwas. Ich habe da auch leider noch keine Info zu, aber ich bleibe da auf jeden Fall dran, denn ich möchte schon wissen, was da mit dieser Familie noch alles passiert.
Dann habe ich dieses Jahr auch angefangen, die DC Icons Reihe zu lesen. Das ist der zweite Teil Catwoman, dann wird es noch Batman und Superman geben. Catwoman hat mich ja sehr enttäuscht, deswegen ist es ja auch auf meiner Lowlight-Liste gelandet für dieses Jahr. Und ja, es war einfach nicht meine Geschichte, aber ich bin trotzdem gespannt auf Batman und auf Superman. Ich hoffe, dass die Bücher mich dann wieder mehr überzeugen konnten, denn Wonder Woman hat mir schon echt gut gefallen. Das mochte ich sehr. Und ja, ich möchte Batman und Superman auch auf jeden Fall lesen und hoffe, dass es mir besser gefällt wie Catwoman. Aber es gehört halt zur Reihe da dazu. Deswegen zeige ich es euch einfach mal. Ob Catwoman jetzt dauerhaft bei mir bleiben wird, weiß ich noch nicht. Ich habe ja Reihen eigentlich immer ganz gerne zusammen, aber ich hätte schon jemanden, der das Buch mir abnehmen würde und haben wollen würde, deswegen schauen wir einfach mal. Und ja, machen wir weiter mit der nächsten Reihe und zwar Stay von Helena Hunting. Das ist der erste Teil der Miles Brothers Reihe. Der zweite Teil Keep kommt ja jetzt im Dezember noch mit raus. Ich weiß schon wieder nicht, wann ihr dieses Video hier sehen werdet. Wahrscheinlich nächstes Jahr erst. Deswegen, wenn ich jetzt von diesem Jahr rede, bin ich noch in 2018, weil ich das jetzt hier noch 2018 drehe. Und ja, der zweite Teil Keep kommt dann jetzt im Dezember 2018 noch mit raus. Und da freue ich mich schon sehr, den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. Und Stay ist einfach so unglaublich gut. Das ist eine so tolle Geschichte. Ich kann euch diese Reihe wirklich nur empfehlen. Schaut sie euch an, also zumindest Stay. Keep habe ich ja jetzt noch nicht gelesen, aber I love it! Aber es ist halt auch eine Reihe und gehört halt zusammen. Gleiches gilt für Now and Forever von Geneva Lee. Hier habe ich auch gerade die Reihenbezeichnung nicht im Kopf. Aber da wird es noch eine Fortsetzung geben. Die kommt im Februar, glaube ich, auch raus. Da geht es dann um die beste Freundin unserer Protagonistin Jillian hier vom ersten Teil. Und da bin ich auch schon sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, es ist halt auch eine Reihe, gehört halt zusammen. Deswegen auch Now and Forever an dieser Stelle noch mitgezeigt. Dann habe ich vor kurzem noch gelesen Heartless. Das ist der erste Teil der Amanto Bros Reihe. Unser Charakter Ace hier im Buch hat 5 Brüder oder 4 Brüder. Sie waren insgesamt 5. Auf jeden Fall irgendwas mit 5. Ich glaube, sie waren insgesamt 5 Brüder. Und ich nehme mal an, dass in dieser Reihe jeder Bruder seine eigene Geschichte kriegen wird. Und ja, die möchte ich auch auf jeden Fall weiterlesen. Deswegen habe ich das jetzt auch noch mit auf meinem Zettel, die Amanto Bros Reihe. So, ihr seht, der Stapel wächst. Ich habe hier noch einiges. Dann möchte ich auch unbedingt mal weiterlesen die Off-Campus-Reihe von Elle Kennedy. Ich glaube, hier sind ja alle Teile inzwischen erschienen. Ich glaube, das sind auch 4 oder 5 Bände. Den ersten, The Deal, habe ich gelesen, alle anderen noch nicht. Hier wollte ich aber unbedingt weiterlesen, weil mir The Deal schon sehr, sehr gut gefallen hat damals. Aber habe ich noch nicht gemacht, müsste ich endlich mal, dass ich da auch mal vorwärts komme bei dieser Reihe. Dann schon vor einer ganzen Weile angefangen habe ich die Heartful Love Stories von Samantha Young. Hier habe ich letztens auf Instagram von Samantha Young Post gesehen, dass ihr Verlag diese Reihe nicht weiter kauft und nicht weiter übersetzen wird. Da es aber sehr, sehr viele Fans dieser Reihe gibt, wird Samantha Young das als Self-Publishing-Buch selber veröffentlichen, die weiteren Teile. Ich habe keine Ahnung, inwieweit diese Bücher dann übersetzt werden. Und ja, ich hoffe einfach, dass der Ullstein Verlag sie trotzdem übersetzt und kauft. Deswegen habe ich sie erstmal noch nicht abgeschrieben. Warte mal ab, was da 2019 alles passiert. Wenn halt feststeht, dass sie nicht weiter übersetzt wird, dann fliegt sie runter von meiner Liste von Angefangenen rein und kommt auf die Liste rein, die ich nicht beenden kann. Was mir sehr, sehr leid täte, denn ich mochte die Heartful Love Stories sehr und ich hatte mich schon sehr auf die Geschichte von einem ganz bestimmten Charakter gefreut, aber wenn es nicht übersetzt wird und nicht Englisch, das wird nicht, dann ist das halt leider so, aber warten wir es da einfach mal ab. Dann habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr Throne of Glass weiterzulesen. Ich bin bis zum 3. Teil hier gekommen, Erbin des Feuers. Ihr habt mir alle gesagt, der 3. Teil ist der langweiligste, in Anführungsstrichen. Das ist der, wo am wenigsten passiert. Das ist der, der am unspektakulärsten ist. Und ich fand den ja wirklich blah. Und deswegen wollte ich da nicht weiterlesen. Aber ihr habt alle gesagt, lies weiter. Der 4. und 5. ist so mega gut und er ist so viel besser. Und ja, deswegen habe ich mir den 4. jetzt auch auf jeden Fall mal aufgeschrieben. Der steht mit auf meiner Geburtstagswunschliste. Wenn ich ihn jetzt nicht mehr zum Geburtstag kriege, dann kaufe ich mir dann halt im Januar selber. Und dann werde ich hier gucken, dass ich diese Reihe auch auf jeden Fall weiterlese. Denn ihr habt mich da überzeugt, weiterzulesen. Dann habe ich noch die Gilde der Jäger von Nalini Singh. Hier bin ich bis zum 4. Teil gekommen. 5, 6, 7. Ist das der 4. oder der 5. Teil? Wartet mal.
Engelskrieger ist der vierte. Genau, also bis zum vierten Teil bin ich gekommen. Der vierte Teil hat mich sehr verstörend zurückgelassen mit dem, was da alles passiert ist. Oh Gott, dieses Buch, ich weiß noch genau, was da passiert ist. Es hat mich so verstört, was da passiert ist. Und deswegen habe ich da auch noch nicht weitergelesen, weil ich nach dem vierten Teil irgendwie nicht so die Lust hatte. Aber ich möchte da auf jeden Fall weiterlesen, weil es interessiert mich schon, was mit den ganzen anderen Engeln noch ist. Und ja, aber der vierte Teil war echt, wow, der hat mich echt verstört. Das kann ich nicht anders sagen. Dann habe ich noch eine Reihe, die nie enden wird wahrscheinlich, und zwar die Gestaltenwandelreihe von Nalini Singh. Das ist Band 16, Silbernes Schweigen. Das ist der erste Teil der zweiten Staffel, Age of Trinity. Da kommt jetzt Ende Januar der 17. Band raus, diese Reihe, da freue ich mich schon sehr. Und den werde ich auf jeden Fall holen und wieder lesen. Und oh, ich liebe die Gestaltenwandelreihe, wie ihr wisst. Und ja, wahrscheinlich wird diese Reihe einfach nie enden. Nie. Das wird diese Reihe sein, die ich euch jedes Jahr bis in alle Ewigkeit in die Kamera halte, weil sie nie enden wird. Dann habe ich noch angefangen, die Diamonds for Love-Reihe von Leila Hagen. Das ist jetzt der fünfte Band. Genau, der fünfte, der sechste ist gerade bei meiner Arbeitskollegin über Weihnachten. Und hier kommt Teil 7, 8 und 9 definitiv nächstes Jahr raus. Ich habe es mir auch schon aufgeschrieben, wann, aber ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall kommen die drei letzten Teile nächstes Jahr noch raus. Ich glaube, danach ist auch Schluss nach Band 9, weil es sind ja auch nur 9 Geschwister. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf, diese Reihe dann nächstes Jahr quasi zu beenden und die letzten drei Geschichten noch zu lesen. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Machen wir weiter mit dem nächsten. Und das ist auch eine Reihe, die ich nächstes Jahr definitiv beenden kann, nämlich die Legende der vier Königreiche von Amy Tintera. Ich liebe diese Reihe. Ich fand die so toll. Die ist unter dem ganzen Das Reich der Sieben Höfe-Kram irgendwie total untergegangen. Und viele haben das auch mit Das Reich der Sieben Höfe verglichen, was ich absolut schwachsinnig finde, denn diese Reihe hat so gar nichts von Das Reich der Sieben Höfe, nicht im Ansatz. Es ist klar, es ist auch High Fantasy, aber man darf High Fantasy-Geschichten echt nicht miteinander vergleichen, weil wenn ich das jetzt mit Fire and Frost vergleiche oder mit Die Beschenkte oder mit Das Lied der Krähen oder Grisha, das hat einfach alles für mich nicht gemein. Ich finde, High Fantasy sollte man wirklich für jede Geschichte für sich betrachten und da bloß keine Vergleiche ziehen und sagen, oh, das war aber da besser, oh, das war da besser. Das macht für mich keinen Sinn, weil gerade bei High Fantasy gibt es so viele Abstufungen und Sachen, die unterschiedlich sind und so. Nein, ich vergleiche das immer nicht miteinander. Ich fand diese Reihe ganz, ganz toll. Viele fanden sie doof im Vergleich zu Das Reich der Sieben Höfe und so viel schlechter. Ja, Das Reich der Sieben Höfe ist Das Reich der Sieben Höfe. Da kommt einfach nichts ran. Es ist einfach so, Leute. Man muss diese Reihe wirklich für sich betrachten. Da wird nie etwas rankommen an Das Reich der Sieben Höfe. Deswegen habe ich das auch nicht getan. Ich fand diese Reihe hier ganz, ganz toll. Ich bin auf den dritten Teil gespannt. Ich bin gespannt, wie es hier ausgeht und was mit Emilia und Olivia und Cass und so passiert. Und gerade Olivia hat sich ja hier im zweiten Teil in eine Richtung entwickelt, wo du denkst so, holy cannoli, was geht da ab? Und mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer ich freue mich auf den dritten und letzten Teil. Und ich bin gespannt, was da noch so passiert und was aus Olivia wird. Dann habe ich noch angefangen, Iskari von Kristen Ciccarelli. Hier wird der dritte Teil vermutlich aus 2020 erscheinen. Der dritte Teil wird dann wahrscheinlich auch wieder so mit anderen Charakteren sein. Ich war ja etwas verwirrt, weil ich ja dachte, dass es im zweiten Teil wieder um Asha geht, aber es geht um Ashas Bruder Dex. Und da war ich erstmal so, die hatte einen Bruder? Daran konnte ich mich so gar nicht erinnern. Und als ich dann angefangen habe zu lesen, kam das aber alles so wieder und ich dachte, ja stimmt, stimmt, das war so, so war das. Und ja, ich fand den zweiten Teil ja wirklich wieder richtig gut. Mir haben nur so ein bisschen die Drachen gefehlt, weil eigentlich ist das ja eine Drachenreihe und Iskari ist auch eine Person, die mit Drachen viel zu tun hat. Aber die haben mir hier so ein bisschen gefehlt, die kamen ja wirklich nur so ganz am Ende mal drin vor die Drachen und das fand ich ein bisschen schade. Ich hoffe, dass das im dritten Teil wieder ein bisschen mehr wird. Aber wie gesagt, da werden wir bis 2020 warten müssen, bis der dritte Teil kommt. Aber den möchte ich auch auf jeden Fall lesen. So viel steht fest. So, meine Stapel werden immer höher. Aber dafür habe ich hier drüben nicht mehr allzu viel.
Dann habe ich dieses Jahr gelesen den zweiten Teil von Constellation, In ferne Welten von Claudia Gray. Ich finde auch, dass diese Reihe irgendwie viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich finde diese Reihe wirklich richtig, richtig gut. Die Geschichte von Noemi und Abel hat mir so mega gut gefallen. Ich fand den ersten Teil letztes Jahr schon mega und auch der zweite Teil hat mir dieses Jahr so, 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 so gut gefallen. Ich habe noch keine Ahnung, wann der dritte Teil erscheint. Da muss ich wirklich auch nochmal gucken und mich informieren. Aber ich hoffe, dass er jetzt 2019 auf jeden Fall mitkommt und ich die Reihe dann beenden kann. Aber ich kann nur sagen, wenn ihr gerne Jugend-Science-Fiction-Geschichten lest, schaut euch Constellation an. Es ist eine richtig, richtig coole Reihe und ich finde die ganz, ganz toll. Also ich liebe, liebe, liebe diese Geschichte. Und ich finde, sie hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnt haben. Aber auch diese Reihe ist noch nicht beendet. Bei der nächsten Reihe, die ich angefangen habe, weiß ich, dass es noch weitere Teile geben wird. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Verlag die Reihe weiter übersetzen tut. Ich habe da noch nichts gefunden, dass da noch was kommt. Und zwar die Big Time-Reihe von Jennifer Estep. Das ist der dritte Teil Jinx. Ich weiß, dass diese Reihe nicht ganz so gut gelaufen ist, glaube ich, wie die anderen Reihen von Jennifer Estep. Deswegen weiß ich nicht, ob der Verlag die weiteren Teile übersetzen wird. Das werde ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall mal beobachten. Wenn da nichts mehr kommt, dann ist das halt so, dann fliegt diese Reihe auch runter von meinen angefangenen Reihenzettel, weil, wie gesagt, Englisch lesen ist nicht. Und ja, ich bin gespannt, ob da noch was kommt oder nicht. Mehr kann ich dazu im Moment auch nicht sagen. Legen wir mal hier drauf. Gottes Willen, ey. So viele Bücher. Ja, bleiben wir bei Jennifer Estep. Ich habe noch die Elemental Assassin-Reihe von ihr angefangen. Ich habe hier bis zum fünften Teil gelesen. Teil 6 habe ich noch zu Hause. 7, 8, 9, 10, 11 sind inzwischen schon erschienen, habe ich noch nicht, müsste ich irgendwann mal mitlesen. Aber ihr wisst, wie schwer es ist, an Reihen teilweise auch dran zu bleiben, weil irgendwann verliert man einfach auch mal die Lust an der Reihe. Aber ich möchte sie definitiv irgendwann weiterlesen, deswegen bleibt sie auch auf meinem angefangenen Reihenzettel. Und ja, wie gesagt, den sechsten Teil, der liegt hier, den werde ich auf jeden Fall nächstes Jahr lesen und dann die Reihe mal weiter fortsetzen. Vielleicht kaufe ich mir auch mal Teil 7, 8, 9, 10, 11. Ich glaube, nächstes Jahr kommt auch 12, 13 raus. Ich glaube, im Englischen, wo ich das letzte Mal geguckt habe, waren es 16 oder 17 Teile zu der Reihe. Also, ja, da kommt noch ein bisschen was. Und man braucht echt für Reihen Durchhaltevermögen. Ich merke das immer wieder, dass du, wenn du Reihen liest, auch echt Durchhaltevermögen brauchst, die fortzusetzen. Ich finde, bei so Liebesromanen geht es immer noch. Aber bei hier so Fantasy-Büchern und so, da sind die Abstände teilweise auch so groß. Da liegen teilweise ja ein Jahr, anderthalb Jahre dazwischen. Und das ist so, das ist echt so für dich als Leser anstrengend. Ich meine, ich verstehe es. Manche Bücher müssen ja auch erst geschrieben werden. Und die Autoren sollen sich ja auch Zeit lassen beim Schreiben. Wir möchten ja auch eine ordentliche Geschichte haben. Aber es ist halt manchmal einfach schon echt schwierig als Leser dann auch da dran zu bleiben, das Interesse so zu behalten. Gerade bei der Masse an Büchern, die es hier auch gibt. Naja, egal, lassen wir das. Machen wir weiter mit der nächsten Reihe, die im Januar fortgesetzt wird. Und zwar True North von Sarina Bone. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass Teil 4, 5 und 6 definitiv nächstes Jahr erscheinen wird und fortgesetzt wird. Ich liebe diese Reihe. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Außer, dass ich mich sehr freue, dass diese Reihe fortgesetzt wird. I'm so happy! Und ich freue mich auf den 31. Januar. Dann kommt Teil 4 und den werde ich mir auf jeden Fall holen. Und den werde ich auch auf jeden Fall lesen. Und die Bücher sehen wieder so schön aus. Sie sind vom Stil her wie die, nur Pastellfarben. Und das finde ich toll. Ich finde, das passt super gut zusammen. Und ja, I like it. 8 Reihen habe ich noch. Und zwar zum einen noch die Sinners of Saint Reihe. Das hier ist der erste Teil, Wishes Love. Band 2 und 3 habe ich auch schon gelesen. Auch die Vorgeschichte von Jamie habe ich gelesen, also Rook Love. Mir fehlt dann nur noch Broken Love. Und ich glaube, damit ist diese Reihe dann auch beendet. Ich glaube, nach Broken Love kommt auch im Englischen nichts mehr. Broken Love kommt nächstes Jahr im Frühjahr auch auf jeden Fall mit raus. Ich weiß gerade nicht genau wann. Aber da bin ich auch schon sehr gespannt drauf und ich freue mich dann, dass ich diese Reihe mit Broken Love dann auch beendet habe und wieder eine Reihe beenden kann. Yay! Ich bin immer so happy, wenn ich Reihen beenden kann. Das ist immer ein sehr, sehr tolles Gefühl. So, meine Stapel. Guckt mal, die broschierten und die Hardcover sind schon gleich hoch. Hier, die Taschenbücher hängen noch so ein bisschen hinterher.
Dann habe ich vor kurzem auch aus dieser Reihe angefangen, und zwar die Colorado Ice Reihe von Jennifer Snow. Das ist Maybe This Time, der erste Teil. Im zweiten und dritten Teil geht es auch um die Brüder von ihm aus dem ersten Teil von Jackson. Ich möchte Teil 2 und 3 auch auf jeden Fall lesen. Ich fand das Buch wirklich schnuffig und wirklich süß. Viele hatten Probleme mit der Sichtweise in diesem Buch, weil es nicht aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Ich hatte damit keine Probleme, weil ich das auch von Nalini Singh schon gewohnt bin. Sie schreibt ja auch nicht aus der Ich-Perspektive. Von daher war das für mich kein Problem, das zu lesen. Und ja, ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Und ich möchte auch hier definitiv den zweiten und dritten Teil dieser Reihe auch mitlesen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und das ist eins für meinen Taschenbuchstapel. Dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe angefangen, und zwar die One Dream Reihe von Lauren Blakely. Das ist der zweite Teil, One Love. Der dritte und vierte kommen nächstes Jahr raus. Die kriege ich auch auf jeden Fall vom Verlag zugeschickt. Da hatte die Bloggerbetreuerin vom Verlag mich gefragt, ob ich den dritten und vierten Teil auch wieder haben möchte. Da habe ich gesagt, jo klar, weil das sind ja wirklich süße, dünne Büchlein mit richtig schnuffigen, tollen Geschichten. Und ja, freue mich auf jeden Fall nächstes Jahr auf den dritten und vierten Teil, wenn die dann erscheinen. Und One Dream war ja auch so eins meiner Jahreshighlights, weil einfach diese Geschichte so unglaublich süß war. So war so niedlich. Ich fand die Geschichte einfach so toll, und ich freue mich dann, wenn ich diese Reihe hier fortsetzen kann und weiterlesen kann. Bleiben wir bei Lauren Blakely. Ich habe dann noch die Big Rock-Reihe von Lauren Blakely angefangen. Und zwar ist das hier der zweite Teil, Mr. O. Der dritte Teil ist inzwischen auch erschienen, Hot. Der vierte Teil kommt nächstes Jahr im März, glaube ich, raus. Der heißt You. Den möchte ich auch auf jeden Fall lesen, auch wenn mir Hot jetzt nicht so gefallen hat. Ich fand bei Hot den erotischen Anteil wieder zu hoch. Diese Bücher sind im Endeffekt vom Inhalt her nicht dicker wie die. Die sind aber einfach von der Aufmachung her anders, dass man denkt, dass sie dicker sind. Aber es ist im Endeffekt eigentlich nicht mehr wie das. Das finde ich lustig. Finde ich wirklich witzig. Naja, egal. Auf jeden Fall möchte ich diese Reihe hier auch weiterlesen. Ich bin gespannt, was da noch alles kommt und passiert. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen, außer, dass ich diese Reihe auch mag. Nur Hot, wie gesagt, war mir so ein bisschen der erotische Anteil zu hoch. Aber so what? Ja, dann habe ich dieses Jahr noch eine Reihe angefangen, die so ganz knapp an meinen Highlights vorbeigeschrammt ist. Obwohl sie eigentlich auch eins von meinen Highlights dieses Jahr geworden ist, diese Reihe, weil ich sie einfach so toll finde. Hier habe ich noch den vierten, fünften, sechsten, siebten Teil rumliegen, und zwar die Green Mountain Serie von Mary Force. Viele haben mir auch schon geschrieben, dass die Gansett Island Reihe von Mary Force noch viel, viel besser ist als die Green Mountain Serie. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mit der Green Mountain soweit durch bin, mit der Gansett Island anzufangen. Aber erstmal muss ich bei der Green Mountain auf aktuellem Stand sein. Da kommen ja nächstes Jahr auch nochmal zwei Teile. Einer im Januar, einer im September. Und ja, bevor ich da nicht auf aktuellen Stand bin, nächstes Jahr fange ich mit der Gansett Island Reihe nicht an. Das habe ich mir so vorgenommen, dass ich da nicht vorher mit anfangen werde. Und ja, wie gesagt, die Green Mountain Serie ist definitiv auch eine ganz, ganz tolle Reihe. Ich habe die ersten drei Teile jetzt gelesen. Ich finde die ganz, 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 ganz toll. Das hier ist der dritte Teil im Übrigen. Ich habe gedacht, ich habe den ersten, aber es ist der dritte Teil, ist ja auch wurscht. Und ja, ich bin gespannt, was da jetzt noch alles kommt und was da noch passiert mit den ganzen Charakteren und so. Und ja, ich freue mich, auch hier auf jeden Fall weiterzulesen. Und ja, mehr gibt es dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Dann habe ich jetzt eine Reihe wieder auf meinen angefangenen Reihenzettel gesetzt, die ich letztes Jahr runtergenommen hatte. Ganz einfach, weil da noch nicht klar war, wann da die Fortsetzung kommt. Aber die Autorin hat definitiv angefangen, die Fortsetzung zu schreiben, und schreibt auch aktuell, glaube ich, noch dran. Und zwar die Brimstone Bleed-Reihe von Victoria Scott. Ich gehe davon aus, dass der dritte Teil nächstes Jahr in Amerika erscheint, und ich hoffe, dass der CBT-Verlag auch in Deutschland den dritten Teil dann wieder mit übersetzen wird. Deswegen habe ich sie einfach mal wieder auf meine angefangene Buchreihenliste gesetzt, weil ja jetzt klar ist, dass es einen dritten Teil geben wird. Und ja, ich bete einfach, dass er übersetzt wird und ich ihn dann vielleicht sogar nächstes Jahr schon mitlesen kann. Wer weiß. Hoffen wir mal das Beste. So, zwei Reihen habe ich noch, und zwar zum einen die Ivy Years Reihe von Sarina Bone. Das hier ist der dritte Teil, den ich immer noch nicht gelesen habe. Ich glaube, in jedem Video in den letzten zwei Monaten habe ich immer erzählt, dass ich das lesen will und es noch nicht gelesen habe. Und ich komme im Moment einfach zu nichts, was das Lesen betrifft. Und ich brauche hier für Thorn schon gefühlt eine Ewigkeit. Ich komme einfach nicht zum Lesen im Moment, und es bricht mich so an. Aber es ist halt Weihnachtszeit und Weihnachtsstress, und dann habe ich auch noch Geburtstag und das Jahr ist rum. Und ich hoffe einfach, dass ab nächster Woche, wenn die Feiertage durch sind, alles so ein bisschen ruhiger wieder wird und so ein bisschen
ich wieder in meinen Flow komme, dass ich auch wieder in meinen Rhythmus komme, was das Lesen irgendwo betrifft. Das ist im Moment echt ein bisschen nervig. Aber ja, dieses Buch werde ich auf jeden Fall jetzt irgendwann demnächst mal noch mitlesen. Meine Güte, ich hoffe, dass es noch im Dezember jetzt wird, aber ich befürchte nicht. Ich denke mal, ich werde es auf Januar schieben. Auf jeden Fall, die Ivy Years-Reihe habe ich noch angefangen von Sarina Bowen. Und auch die mag ich. Gefällt mir nicht so gut wie die True North-Reihe, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich mag es sehr. Ja, damit wären wir bei der letzten Reihe, die ich angefangen habe. Und zwar vollendet von Neil Schusterman. Da habe ich den ersten Teil dieses Jahr ja schon gelesen. Das hier ist der zweite. Den möchte ich dann auf jeden Fall ganz, ganz bald lesen. Ich wollte aber den ersten nochmal lesen, weil ich den ersten in der Neuauflage jetzt bekommen habe. Ich habe ja diese Bücher bei Lovely Books gewonnen. Und ja, möchte da den ersten nochmal lesen, weil da auf jeden Fall Zusatzmaterial drin ist und Bonuskapitel. Und ja, deswegen möchte ich den ersten nochmal lesen, bevor ich den zweiten hier lese. Und der zweite ist so ein bisschen angeditscht worden hier, wo der bei mir ankam. Der war so ein bisschen kaputt. Also das war nicht ich, der war schon so. Und ja, auf jeden Fall diese Reihe möchte ich nächstes Jahr auch auf jeden Fall weiterlesen, fortsetzen, vielleicht sogar beenden. Ich weiß nicht, wann der dritte und vierte Teil nächstes Jahr genau rauskommt. Und ja, das sind sie, meine angefangenen Buchreihen. Es ist ein ziemlich hoher Stapel. Verdammt. Wollen wir mal durchzählen, wie viele es sind? 40! Scheiße, es sind immer noch 40 angefangene Reihen. Aha! Ich habe dieses Jahr einfach wieder zu viele Reihen angefangen. Verdammte Kacke. Ich dachte mir, ich komme mal ein bisschen runter. Gut, letztes Jahr waren es 45. Das heißt, ich bin ja schon 5 Reihen weiter unten. Aber 40 Buchreihen sind mir auch immer noch so ein bisschen viel. Aber was soll ich machen mit diesen ganzen Liebesroman-Gedöns? Naja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich nächstes Jahr vielleicht wieder so 20 Reihen beenden kann. Ich werde wahrscheinlich auch wieder 20 Reihen anfangen. Aber ich finde, 40 Reihen kann sich noch sehen lassen. Wenn ich so bei anderen Booktubern gucke, was die teilweise für angefangene Reihen haben, die sind teilweise im dreistelligen Bereich. Oder so um die 70, 80, 90, wo ich mir denke, doch bin ich doch mit meinen 40 noch ganz gut bedient. Und ja, wie gesagt, viele kann ich ja einfach auch nicht beenden, weil mir da die Fortsetzungen fehlen. Und ja, so ist das dann halt, ne? Das sind die Probleme eines Buchnerds. Tata. Dann habe ich überlegt, sollte ich noch ein Video machen zu meinen Buchreihen, die ich zu Hause habe, aber noch nicht angefangen habe. Ich glaube, das macht keinen Sinn, weil ich will ja noch ein Sub-Video machen, wo ich euch meinen kompletten Sub zeigen möchte. Und da seht ihr ja die Bücher dann auch alle. Also werde ich das jetzt nicht machen. Also ich werde jetzt kein Video mehr machen mit meinen Buchreihen, die ich noch zu Hause habe und noch nicht angefangen habe. Zum Beispiel die Verraten von Ursula Poznanski, da habe ich die komplette Reihe hier, aber da habe ich noch nicht mal den ersten Teil gelesen, deswegen zählt es nicht als angefangene Buchreihe, sondern als Buchreihe, die ich zu Hause habe und noch nicht begonnen habe. Ja, aber das Video werde ich weglassen, weil wie gesagt, wenn ich mein Sub-Video mache, dann seht ihr die Bücher ja komplett und das macht dann einfach keinen Sinn. Ansonsten gibt es nichts weiter zu sagen. Wie immer könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie viele angefangene Buchreihen ihr denn zu Hause habt. Habt ihr das immer gut im Überblick, was ihr so an angefangenen Buchreihen habt, oder müsstet ihr da auch mal durchgehen und sagen, ja, ich müsste mal gucken, was ich so angefangen alles zu Hause stehen habe, dann macht das mal. Mich interessiert mal, wie bei euch so der Stand ist, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.